1963 war es natürlich Frankreich das Land, wo man einmal arbeiten möchte. Und der Zufall, ja, wollte, dass ich in Davos beim Skifahren Jean-Pierre Ebelin kennengelernt habe, ja. Und da sind wir per Zufall zweimal mit dem Lift hochgefahren. Mein größter Traum wäre, einmal in Frankreich arbeiten zu dürfen. Ja, okay, dann haben wir uns getroffen am Abend, ja, und dann habe ich, ja, und dann geschrieben, ist gehört, geschrieben. Und dann wollte ich schon nach Johannesburg gehen. Nachdem die Saison in Bad Ragaz im Grand Hotel zu Ende war, kommt ein großes Kuvert mit der Menükarte. Und dass ich am 15. Februar 1964 anfangen darf. Und das wurde begossen. Ich möchte einmal auf den Mount Everest gehen, einmal Karneval Rio, Skifahren in Kanada, Tiefschnee. Ich bin sehr belastbar, also ich habe da keine Probleme mit irgendwie so einem Burnout oder so etwas, ja, kenne ich nicht, weil ich habe mich abreagiert bei Sport und man muss auch damit umgehen können. Ja gut, ich bin halt auch einer, der sehr emotional ist oder gewesen ist, ja, ich habe meinen Unzufriedenheit kundgetan, ja, das war ein ganz kurzes Donnergewitter, ja, aber es war vorbei. Ich bin oft in den Betrieb reingegangen und habe mir gedacht, ja, na, heute bist du mal ganz ruhig und ja, und lass mal das Ganze easy angehen, weil am Vortag war es ein bisschen lauter und ein bisschen, ja, gezwickt, ja, und es ist ja immer, ja, der Teufel schläft ja nicht, ja, und ja, naja, ich habe mir gesagt, Jungs, es braut sich auf zum Gewitter, ja. Ja. Du musst halt einfach deine Mannschaft führen, ja, anders geht's nicht. Ich stelle mir vor, also ungezwungen. Leute, die ich kenne, Leute, die was zu sagen haben. Ich möchte nicht nur über Kochen reden und über Weine reden. Einfach lebhafte Diskussionen, einfach nur blödeln und trinken. Also, da kann man nicht toppen. Das Wichtigste war auf jeden Fall die Geburt meiner Kinder. Weil es gibt auch noch was anderes außer Kochen. Wenn mein Wunsch hätte, würde ich gerne noch mal ein paar Jahre zurück. 90 würde ich sagen. Ja, na, es war ja alles okay, ja. Man darf nicht vergessen, wir haben so viel erreicht, ja. Und damals war eben der Bedarf an einem guten Manager nicht vorhanden. Ja, dass man eben das ganz anders finanziell auskosten hätte können, ja, den dritten Stern, den Koch des Jahrhunderts und so weiter in der Vermarktung, ja. Das alles, würde ich sagen, dieses versäumte Kapital, ja, einzuholen, ja. Kann man sagen, mein Ziel war ja eigentlich immer, mein Wissen weiterzugeben, ja, damit die Leute ja auch dementsprechend profitieren, lernen. Sie haben wenig verdient, aber sie sollten auch dementsprechend sagen, okay, das war ein Meilenstein, das war natürlich kein Honiglecken bei uns, ja, aber es war auch für mich kein Honiglecken, ja, ich musste auch wieder den Spieß umdrehen, ja, sicherlich sagen manche Leute, mal, das war das hart beim Witzigmann, weil das war hart, ja, aber es war auch hart für mich, die Leute mal zu formen. Wissen Sie, in der Vorstellung, 1971 hat ja kein Mensch gewusst, was das für eine Küche ist. Ja, das war ja Beginn null. Also lieber versuche ich, die Flucht zu ergreifen. Einen Schritt vor und dann nicht nur ein, sondern drei Schritte zurückgehen. Mhm.